Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, ich würde jetzt vielleicht mal andere Quests ausprobieren wollen. Und gucken, so hier die Truhe des Alchemisten. Was gibt's in Kaptun? Dieser dicke Alchemisten-Kaptun hat eine Truhe, wo er sein Zeug aufbewahrt. Die Orks bezahlen ihn mit der Beute aus ihrem Kriegszug. Das sollte was zu holen sein. Ich weiß nicht, ob ich das schon machen kann, will, wollen würde. Aber ich guck mal, hier haben wir ja nur noch die erledige die scheuen Hirsche, hier beseitige die Ork-Patrouille. Wir haben nur noch hier in Montera die Quests, die wirklich weit sind für den Lagermeister. Wie loyal sind die Ork-Söldner? Ich würde dann vielleicht nochmal dahin gehen, nach Montera wieder zurück. Und ja, wenn ihr so jetzt guckt, meine Lebensanzeige ist ein bisschen runtergegangen. Ich sag mal so, ich habe kurz ein Päuschen gemacht gehabt. Und irgendwie war dann auf einmal Gothic 3 bei mir nur noch Schwarzbild. Und ich hatte Ende der Aufnahme, Folge, also Aufnahme, Ende der Folge, nicht gespeichert gehabt. Und ich musste die paar Schritte nochmal wieder zurück machen, also den einen Wolf bekämpfen, den wir Ende der letzten Folge noch gemacht hatten, und die hier drei oder vier Hirsche, die wir erledigen mussten oder erledigt hatten, nochmal neu erledigen. Habe ich jetzt eben wiederholt und dieses Mal hatte ich vom Wolf Schaden bekommen. Weswegen ich jetzt ein bisschen hier weniger Gesundheit habe. Aber, naja, das waren jetzt vielleicht nur 3-4 Minuten, die ich jetzt quasi wiederholen musste. Zum Glück ist das jetzt aber auch nicht groß schwerwiegend gewesen. Es ist im Grunde einfach nur das von vorhin nochmal wiederholt. Jetzt habe ich ein Problem. Alter. Nein, weg. Ja, der hat uns nicht gekillt. Oh, zum Glück. Der hat uns nicht erwischt. Das müssen wir speichern. Und gut, dass wir die jetzt los sind. Diese zwei Blutfliegen. Apropos, wir haben ja 10 Lernpunkte gerade. Welche Richtung wollte ich eigentlich gehen? Ich glaube hierhin, ne? Benötigtes Jagdgeschick 140 und benötigte Stärke 170. Jagdgeschick sind für das hier. Kampf mit zwei Klingen. Meister der zwei Klingen. Ne, wir haben Schwertmeister und das, mehr war das ja nicht. Große Waffen. Ne, vielleicht Paladin, der hält noch zusätzlich Schaden gegen Kreaturen Belias. Oder Schildparade. Da bräuchten wir aber auch wieder bessere Jagdgeschick. Weiß nicht, hier benötigte Stärke Regeneration. Vielleicht das hier. Benötigte Stärke 300 wäre auch. Und Voraussetzung Schwertmeister haben wir ja. Hier benötigte Stärke 150, könnten wir auch machen. Voraussetzung große Waffen. Das hier. Lautloser Jäger, der Held kann sich an Wildtiere anschleichen. Da bräuchten wir nur noch einen Punkt. Tierfälle nehmen. So, ich kann zumindest Waffen schmieden, Erzwaffen schmieden. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie wir skillen wollen. Wie viel Gold haben wir denn überhaupt? Kann ich das sehen? Da. 19.000. Also fast 20.000.
Das ist aber auch wenig Geld, habe ich so das Gefühl. Ernsthaft? Der ging durch und durch. Das war jetzt Beschiss. Jetzt habe ich den. Verarsche. So, den schnappen wir uns jetzt aber. Da drin dürfte nichts mehr sein. Konnten die hier irgendwie noch was beibringen oder zumindest verkaufen? Ja, Amon. Bringen wir was über die Bring mir Jagd was über bei? die Jagd bei. Vielleicht kann er noch. Ich will meinen Umgang mit dem Bogen verbessern. 15 Lernpunkte. Zeig mir, wie ich Wildjäger werde. Wie ich Großwildjäger werde. Wie werde ich Orkjäger? Wie kann ich mich an Wildtiere heranschleichen? Wie kann ich den Viechern das Fell abnehmen? Dazu bist du noch nicht bereit. Ah, okay. Ach komm, weißt du was? Machen wir das. Machen wir mal Weiter so. Jagdgeschick. So, Zeig mir deine Ware. was hast du für Ware? Okay. Einen Kampfstab brauchen wir nicht. Dann. Das brauchen wir auch nicht. Lassen wir mal so. Hoppala, Schwert wollte ich jetzt nicht zücken. Apropos, warte mal, noch mal kurz gucken. Hier Inventar. Wir hatten ja hier Schutz vor Geschossen. Maximale Ausdauer. Ich würde vielleicht den hier anziehen. Und den dann lieber verkaufen. Ich glaube, so viel Ausdauer brauchen wir auch nicht. Dann verkaufe ich ihm noch mal ein bisschen was. Amon. Zeig mir deine Ware. So, hier. Ja, dann gehen wir erstmal wieder nach Montera. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hier die Dingens finden soll. Die Weizensäcke, da fehlen mir ja noch 5 Stück. Da sind die. Was war das denn jetzt? Einmal im Kreis gedreht. Hier ist irgendwo noch eine Schlange. Warte mal, wie viel brauchen wir für die nächste Stufe? 10.000. Die kriegen wir auch locker hin. So viele Gegner, wie hier immer wieder respawnen. Warte mal, ich geh mal da hoch. Ich glaube, da waren wir noch gar nicht. Ich hoffe nur, hier sind keine Blutfliegen. Doch. Es tut mir echt leid, aber ich traue mich momentan nicht zu sehr gegen Blutfliegen zu kämpfen. Vor allem, eigentlich was Pfeile angeht und so weiter, muss ich ja auch ein bisschen sparen. Es sei denn, ich kann hier irgendwie selber Pfeile herstellen, indem ich Holz hacke oder so, oder Holz irgendwie sammel durch Zutaten und ich dann die selber herstellen kann. Dann würde ich das machen.
Okay, hier liegen die alle immer noch tot rum. Ich frage mich, wie lange bleiben die hier tot? Und da geht's ja auch noch hoch. Ja. Was gibt's denn hier oben? Nein, jetzt rutsche ich hier runter. Okay, aber zum Glück nicht ganz runtergerutscht. Kann man rein theoretisch überall hin, auch da hoch? Frag mich, wie viel hier wirklich versteckt ist. Und wo man alles hin kann. Ja, ich glaube, da kommen wir nicht hoch. Also nicht über diesen. Jo, Mana-Pflanze. Nehmen wir mit. So, ich bin aber auch am Überlegen, vielleicht auch ein bisschen Magie zu lernen. Jetzt stecke ich hier fest. Warum? Ja. Keine Ahnung, wo der herkam und warum der wieder da war. Aber ich bin froh, dass der weg ist. Mitten auf dem Weg hier. Einfach so eine beschissene Blutfliege. So, Montera, da sind wir. Ich gehe erstmal in die Stadt rein und dann gucke ich mal, was wir hier noch für Quests haben, die erledigt werden müssen. Also, sobald wir nämlich hier sind, sind wir ja einigermaßen Sicherheit von der Natur. Torek will magische Erz für seine Schmiede. Das wird wohl nichts mehr. Töte die Kühe des Viehhofs, Weiz für Lagermeister. Wie loyal sind die Orksöldner? Da könnten wir auch nochmal reden. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Ich schau mal. Vielleicht kann ich die Orks und die Orks-Söldner hier mal gegeneinander aufhetzen. So, Marik. Nee, ich habe hier nichts Neues. Am besten du hältst dich da. Wir sehen uns. Pass auf dich auf. Mach hier nicht noch mehr. Möglich ist alles. Gibt's hier drinnen noch jemand mit Namen? Von Orks-Söldnern? Wir sehen uns. Stör mich nicht. Basir ist ja. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Was für noch mehr Ärger? Kann dir doch egal sein. Zeig mir deine Ware. Ich weiß, Mann, ich weiß. So, Karte der Welt. Dietriche, Pfeile. Komm, nehmen wir mal das und die Dietriche mal mit. Dann Goldausgleich. Haben wir ein paar Pfeile mehr. Und ein paar Dietriche mehr. Ich denk darüber nach. So, jetzt ist nur die Frage. Warte mal. Speichere einmal, bevor ich klaue. Hör bloß auf mit der Scheiße. Hat er mich jetzt dabei gesehen?
Wenn ich jetzt nochmal hier hingehe. Okay. Doch nicht so, was so viel passiert. Hallo? Wir sehen uns. Geh lieber, sonst kriegen wir beide noch Ärger. Oh, Kriegersklave. Hier gibt. Wie lange wollen die eigentlich noch hier buddeln, ne? Und wo kriegen wir eigentlich magisches Erz her? Mit dem Orkschmied hier können wir ja noch nicht reden. Also der Orkschmied wird uns sonst Ärger geben. Ach, hier darf ich ja schon hin. Stimmt, da war ja was. Hier gibt es aber keine Ork-Söldner. So, wie sieht's mit denen hier aus? Mach hier nicht noch mehr Ärger. Bis später. Das gibt doch nur. Pass auf dich auf. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Pass auf dich auf. Ach, hör doch auf. Diebeshandwerk hätten wir hier noch lernen können. Stimmt. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Was für noch mehr Ärger? Wir können später noch reden. Sieh zu. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Wir sehen uns. Pass auf dich auf. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Wir sehen uns. Ich würde das gar nicht beachten. Ich glaube, wegen dem Diebstahl, was ich geklaut habe, sagen die das alles so. Nehmen wir alles mit. Nehme ich mit. Ich würde das gar nicht machen. Besser so und dann einmal irgendwie Ärger kriegen, erwischt werden. Warum nicht? Halt! Bei unseren Leuten verschwinden immer mehr wertvolle Dinge. Ich wette, du bist dafür verantwortlich. Bestechen, vergessen wir die Sache. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich glaube dir kein Wort. Du dreckiger Dieb! Bleib stehen! Okay, lassen wir mal. Zu dem Schmied möchte ich jetzt nicht. Hab gehört, du bist der neue Arena-Champion in Montera. Gratulation, das ist schon was. Jo, Dankeschön. Ich muss aber noch Weizenfien finden. 5 Stück, glaube ich, waren das. Aber ich weiß nicht, wo. Oder liegt das bei denen hier? Wurde es geklaut? Hier, kümmer dich besser um deinen Kram. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Glaub, die sind sauer auf mich. Mach ja nicht noch mehr Ärger. Ich mach doch keinen Ärger. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Es kommt noch schlimmer. Ich glaube, ich leg mich hier einmal hin, übernachte. So bis zum nächsten Morgen. Dann müsste in der Stadt keiner mehr sauer sein. Müssten die schon wieder vergessen haben, alles. Kümmere dich besser um deinen Kram. Nee, ich speichere jetzt nicht. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Ich bin mir sicher, du hast. Stör mich nicht. Ich ruhe mich ein wenig aus. Die Namen sind auf jeden Fall jetzt orange. Die waren vorher weiß.
Die sind gerade ein bisschen angepisst, glaube ich, oder? Warte mal. Montera? Achso, vielleicht so. Montera? Ruf ist aber bei 78. Immer noch. Ach komm, scheiß drauf, ich speichere das einfach. Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Lass mich in Ruhe. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Diesen Ridian gepisst. Hast du nichts zu tun? Lass mich in Ruhe. Was man so rum erzählt. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Wo sind die Weizensäcke? Hier fehlen doch wirklich ein paar. Du solltest Stör mich nicht. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Und es kommt noch schlimmer. Wo muss ich suchen? Hör bloß auf mit der Scheiße. Am besten einige Dinge werden sich niemals ändern. Es kann ja nicht sein, dass das hier einfach nur 10 existieren. Aber 15 gebraucht werden. Also ich will jetzt nicht googeln, wo ich das finden soll. Ich weiß, Mann, ich weiß. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Weiz für das Lagermeister. Ich brauche 15 Weizsäcke vom Kornhof im Norden und zwar schnell. Was glaubst du, was hier los ist, wenn die anderen kein Brot mehr bekommen? Ja, aber da... Die Korndiebe müssen weg. Ah, genau, Korndiebe, da war ja was. Im Norden Korndiebe. Stimmt, da war ja was. Doch nur wieder Ärger. Stimmt, das war das, was ich in der letzten Aufnahmesession machen wollte. Die Korndiebe finden. Weil die den Adress geklaut haben. Stimmt, da war ja was. Und hier waren ja so viele Snapper und so. So, irgendwo hatte ich die ja auch gefunden gehabt. Wo hatte ich die nur gefunden? So, komm her, so Snapperchen. Ah, komm, einsammeln. Alter, was ist denn dieser Ruckler? Da waren die. Da! So, nochmal speichern. Wirst du bluten? Ja, komm. Komm her. Wirst du bluten? Oh. Ah. Da. Ah. Oh. Ah. Dich fertig. Ah. Dir hast du's gezeigt. Nein. Okay, aber wenigstens haben wir die gefunden. Ich habe mich jetzt nur ein bisschen blöd angestellt. Ja. So, dann fresse ich vielleicht nochmal ganz kurz was. Ich reiß dir den Kopf ab! Ja, komm. Bleib stehen! Ja, ich stehe. Oh.
So. So. Nehmen wir alles mit. Hatte sonst noch irgendwas gehabt? Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal essen. Komm, ich nehme lieber vielleicht sowas und nochmal einen von denen. Dann den nächsten bitte. Ich mach dich fertig! Ja, komm. Bleib stehen! So, auch erledigt. Perfekt. So, wer ist der Nächste? Dir werde ich zeigen. Oh. Jetzt kommen ein paar mehr. Okay, das wird jetzt, verdammt. Okay, wie schaffe ich das jetzt? Nein! Okay, den Kampf werde ich nicht mehr schaffen. Bleib stehen. Oder vielleicht doch. Nein! So, nochmal ein paar Meter. Okay, die beiden haben wir. So, dessen Waffen nehmen wir mit. Okay, einmal kurz wieder essen. Das war jetzt ein bisschen doof gelaufen. So, einmal voll wieder. Hier müsste aber auch noch jemand. Ruckel. Schwert. Hier werde ich zeigen. Okay, sind jetzt nur noch die beiden. Jo. Ja, den wirst du jetzt schaffen. Beziehungsweise, wenn ich jetzt nochmal kurz ein bisschen weggehe, dann nochmal sowas. Bleib stehen. Nein. Ah, verdammt. Ja! So, Korndiebe besiegt. Alter. Ah, und hier liegen auch die anderen Weizensäcke, die ich gesucht habe. Wer hat jetzt genießt? So, Heilwurzel. Ich glaube, da will ich jetzt erstmal nicht rein. So, Morgentau. Liegt noch einer. So, Lagerfeuer. Das ganze Fleisch, was die jetzt eingesammelt hatten.
Wenn wir mal braten. 17 Fleisch. Wir sind jetzt wieder bei 55. So. Speichern wir. So, was haben wir hier? Ein Sonnenkraut. Ne, ich hatte das aber auch total vergessen gehabt, so in der letzten Aufnahmesession, dass wir die gefunden hatten. Dann können wir hier bei Dings Bescheid sagen, dass die tot sind, erledigt sind. Vielleicht bin ich dann bei denen wieder etwas besser. Aufgestellt. Die sind noch immer orange. Ich will die jetzt erstmal für ein Weilchen wieder weiß haben. Elba. Die Korndiebe werden dir keine schlaflosen Nächte mehr bereiten. Sag bloß, du hast sie alle zum Teufel gejagt? Sie sind tot. Donnerwetter! Du hast ja richtig was drauf. Willst du nicht für mich arbeiten? Das habe ich schon getan. Ja, allerdings. Und du sollst es auch nicht umsonst gemacht haben. Ich werde dir den Soll zahlen, den meine Leute kriegen sollten. Aber versauf nicht gleich alles. Na, alles gut. Was mit den geklauten Weizensäcken? Bringen sie nach Montera. Zusammen mit den anderen hier auf dem Hof. Die Jungs warten bestimmt schon darauf. Okay, nice. Gehen wir nach Montera. Dann haben wir das ja auch jetzt endlich mal erledigt. Aber ich weiß jetzt nicht, wen ich sonst noch alles fragen sollte wegen der Loyalität hier. Naja, die sind etwas skeptisch mir gegenüber, das merkt man. Ihr glaubt das wirklich, das sieht man an der orangen Farbe. Und wenn die rot sind, dann sind die mir gegenüber nicht mehr neutral. Stanford, hier sind deine Weizensäcke. Na endlich. Hier hast etwas Gold für deinen Dienst. So. Jetzt, Torek will magisch jetzt für seine Schmiede. Töte die Kühe auf dem Viehhof. Hier ist nichts gescheitert. Ist hier irgendwas gescheitert? Nö. Hier? Nö. Hier auch noch nichts. Okay. Ich glaube, hier kriegen wir auch erstmal noch nichts. Hier haben wir noch nichts. Befreie Gorn von den Ochsen Gotha. Hör bloß auf mit der Scheiße. Hier, Ben der Knecht sucht seine Schaufel. Ich glaube, wir könnten einfach mal wieder nach Treles gehen. Faring, Sylden, Geldern. Ne, wir gehen mal nach Treles. Da haben wir noch einiges an Quests, die wir erledigen. Am besten du erledigst das also erledigen können. Beziehungsweise, warte, wir gehen erstmal hier schlafen. Hier ist ja unser Haus. Gleich neben dem Schmied. Da haben wir ein kleines Problem dann. So, bis zum nächsten Morgen schlafen. Gleich neben dem Schmied ist das ein bisschen schwierig. Aber das speichern wir. Wir haben die Quest erledigt. Wie viel fehlt uns noch für die nächste Stufe? Auch nicht mehr so viel. Und warte mal. Hier im Inventar. Hier Kräuter. Haben wir etwas, was wir eben schnabulieren können, was uns dauerhafte Effekte gibt. Drachenwurzel, ja. Dann seltsamer Pilz. Aber ehrlich, bei Sumpfkraut, ich feier das. Das Zeug gibt's wirklich überall.
Aber auf nach Treles. Warte mal. Otis. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Stör mich nicht. Ich ruhe mich ein wenig. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Bei denen ist Dings noch weiß. Also die Namensanzeige. Aber die sind mir gegenüber noch nicht skeptisch. Warte mal, ich will auch noch mal ganz kurz gucken. Wir haben ja die leichte Rebellenrüstung bis jetzt an. Ja, wir müssen mal gucken, was für eine Rüstung wir uns noch holen. Was am meisten Sinn machen würde für uns. Vor allem, wir sind schon Stufe 20 einfach mal. Okay, das finde ich interessant. Unterm Felsen, da regnet es nicht. Genau. Dass die das hier schon bedacht hatten. Aber ja, okay, wir sind jetzt hier in Treles. Welche Charaktere sind denn hier? Ja, Ben. Ich will keinen Ärger haben. Was hatten wir denn? Ben, der Knecht, sucht seine Schaufel. Ein Knecht wie du sollte den Mund nicht so voll nehmen. Knecht? Ich bin kein Knecht. Ich kenne einflussreiche Leute. Den... die Orkwell-Ausgrabung am Tempel im Süden zum Beispiel. Wen genau? Den Aufseher. Ja, genau, den Aufseher dort. Wie heißt er? Das weiß ich doch nicht mehr. Die Orks sehen doch alle gleich aus. Ich glaube dir kein Wort. Okay, ich habe für die Orks am Tempel gearbeitet. Irgendwo da drüben muss sogar noch meine alte Schaufel rumliegen. Ach was. Sieh doch nach, wenn du mir nicht glaubst. Und was habe ich davon, wenn ich deine alte wärmelige Schaufel finde? Wenn du mir meine Schaufel wiederbringst, dann... Im Süden, hat er gesagt. Bei der Ausgrabungsstätte im Süden. Von den Orks. Wo ist denn hier im Süden eine Ausgrabungsstätte nochmal? So, Mistviech. Ein Knüppel nehme ich mit. Speichere vielleicht einmal, bevor ich hier weitergehe. Das da sieht wie eine Ausgrabungsstätte aus. Echt jetzt, Drecks? Drecksviech. Die Ripper schon wieder. So, esse ich nochmal. Ne, trinke ich nochmal. Hier einen Heiltrank. Nashörner. Sind die mir. Die sind mir feindlich gesinnt. Also. Will ich denen jetzt nicht zu nahe treten? Morgentau? Natürlich ist... ein Sumpflurker. Da! Jo! Der ist ja richtig Alter, was? Der ist ja auch giftig. Tödlich giftig.
Okay, Sumpflurker lassen wir auch die Finger von. Da sehen wir zu, dass wir die dann vielleicht entweder aus Entfernung erledigen oder ja, erstmal vielleicht irgendwie diese Giftresistenz. Aber da war jetzt nicht die Ausgrabungsstätte. Hier sind die Wölfe. Sind mir echt zu viele Wölfe auf einen Schlag hier. So, aber... wir gehen vielleicht nach Treles. Vielleicht ist Treles gemeint mit Süden. Müssen wir nur mal gucken, ob die hier ja auch eine Ausgrabungsstätte haben. Was gibt's denn hier noch? Das looten wir auch mal. Teleportstein nach Treles. Ah, perfekt. Ah ja, hier war Torus, genau. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Mach dich nützlich, Mora. Hier sind die noch alle weiß. Okay, in Montera, die sind schon orange. Die sind uns echt nicht... also das hat schon was zu bedeuten. Okay. Lass mich in Ruhe. Eine kurze Pause wird mir gut tun. Okay, wo hatten die hier nochmal eine Ausgrabung? Bitte. Hier, die sind ja auch echt überall, diese Assassinen. Darf ich das lesen? Hier steht nichts Neues. Uninteressant. Hast du zu viel Zeit? Ja, habe ich. Uninteressant. Okay, gucken wir mal. Finde heraus, was mit dem westlichen Bauernhof nicht stimmt. Milok sucht sein altes Schwert. Du bist ein guter Schmied. Das will ich meinen. Viele Krieger sind mit meinen Klingen erfolgreich in die Schlacht gezogen, aber das war mir nicht immer so. Du hättest mein erstes Schwert sehen sollen, Mora. Er war schäbig und mit einer schartigen Klinge, aber ich habe es immer bei mir getragen. Es erinnert mich an meinen Vater. Du hast dein altes Schwert nicht mehr? Nein, weil dieser idiotische Versag von einem Aufseher, Tempek, nicht zuhört, wenn man ihm was sagt. Ich sagte, er könnte sich einige Waffen aus meiner Kammer für seine Ausgrabung am östlichen Tempel mitnehmen. Aber nicht das alte Schwert. Östlich von hier? Am östlichen Tempel? Wo ist... wenn wir hier jetzt rausgehen. Das ist Norden. Also da hinten muss ein Tempel sein irgendwo. Wenn wir jetzt über die Brücke wieder gehen, hier vorne. Vom Bauernhof südlich und dann von hier östlich. Wo könnte hier ein Tempel sein? Wenn ich hier mal entlang gehe. Gibt es hier noch... ja, hier gibt es auch noch einen Weg. Ah, diese Blutfliegen immer. Das ist jetzt nach Norden. Ne, da lang müssen wir. Wo ist denn der Tempel? Hier kann ich das ja nicht sehen. Und wenn ich hier auf die... ist das auch nicht zu sehen.
Ich raff nicht, wo ich suchen soll. Ich speichere vielleicht noch einmal ganz kurz. Was war jetzt mit der Musik? Ah, da haben wir jemanden. Warte mal, wo gehen die denn hin? Was haben die vor? Machen die hier Stress? Keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall ein Innoschrein. So, Derek. Zeig mir deine Ware. Gib mir dein Gold. Hier, das darfst du haben. Habe ich hier noch was? Ja, die darfst du haben. Die darfst du haben. Die darfst du haben. Die darfst du haben. Komm, eine Kelle behalten wir. So, Goldausgleich. So, 22.000. Bis jetzt habe ich keine Ahnung, was ich machen soll. Egal, finden wir das in der nächsten Folge heraus. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.